Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Hotel Imperium. Ich habe so ein bisschen Pipi-Gaga gemacht. Und zwar ist mir Folgendes passiert. Ich habe gerendert. Ne? Das sollte man ja auch machen, damit man das alles schön und brav hochladen kann. Aber ich hatte noch nicht alles komplett gerendert, weil ich hatte wieder Probleme mit Fraps. So, und ich bin am Rendern und so und hatte die Tage Rollercoaster aufgenommen und dachte, ach ja, du hast ja Hotel Imperium gerendert, kannst du löschen. Ja, und in dem Augenblick, wo ich es gelöscht habe, fiel mir ein, Scheiße, du warst ja noch gar nicht fertig. Das heißt, mir fehlen 30 Minuten. Das heißt, hier, Level 19 ist gar nicht mehr da. Und deswegen werden wir jetzt Level 19 nochmal neu spielen, damit ihr das auch seht, weil ich war ja so dumm und hab's aus Versehen nicht gelöscht. Tut mir leid, war meine eigene Dummheit, aber da muss ich jetzt durch, ne? Aber wir machen es nochmal von vorne und, Und zwar, Level 19, wir müssen noch einmal einen erheblichen Geldbetrag verdienen, um das Wachstum unseres Unternehmens zu sichern. Glücklicherweise erlaubt uns die Einrichtung einer neuen Immobilienagentur Hotels zu einem hohen Preis zu verkaufen. So. 1500. Da müssen wir noch einmal was warten, bis wir 40.000 haben. Ich glaube in der Zeit. Nee, wir machen das anders. Besitze 5 Gästehäuser. Mit 25. Das heißt. Doch. Wir müssen erstmal die Immobilienagentur bauen. Das machen wir jetzt mal ganz schnell, damit wir das hier nämlich kaufen können. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass irgendwas kaputt geht. Weil das wäre schade. Weil wir haben auch keine Arbeiter momentan zur Verfügung. Und auch keine Materialien, ne? Das war ja klar. Das war ja sowas von klar. Aber das warten wir jetzt noch einmal ab. Dann können wir nämlich 500 holen und dann können wir dich hier reparieren. So, aber jetzt können wir nämlich, das habe ich beim letzten Mal nämlich so ein bisschen falsch gemacht, nämlich hergehen. Wenn wir das Geld dafür hätten und das kaufen. Ja. So. Ja, wie machen wir das denn? Ich brauche einen Multiplikator. Das heißt, hier können wir... Nein. Hier. Das gilt ja dafür die ganze Reihe. So. Aber jetzt könnten wir nämlich hergehen. Klar, für 32.500 könnten wir das kaufen. Aber... Wir warten jetzt noch ein bisschen ab, bis wir mit dem Preis runtergehen können. So. Jetzt haben wir 60.000. Jetzt gehen wir nämlich hier auf Ermäßigung. Und kaufen uns hier die beiden Plätze. Dann können wir nämlich hier schon mal... Ne, da mal leider nicht genügend. Dann müssen wir noch mal ein bisschen warten. Wie gesagt, tut mir leid, dass das wieder so blöd gelaufen ist. War nicht so geplant. Das könnt ihr mir glauben. Das war definitiv nicht so geplant. Und verdiene, ja. Da müssen wir ja auch noch hinkommen. Aber jetzt bauen wir erstmal... Gästehäuser, damit wir Geld reinbekommen. Und dann können wir auch hier so ein Hotel, so ein Business-Hotel mal aufrüsten.
Ja, und ich weiß auch noch gar nicht, wie wir das machen werden, weil ich habe mir jetzt noch, Entschuldigung, hier Hotel Imperium, aber das wird ja jetzt nicht so lange gehen. Dann haben wir noch Rollercoaster. Und ich weiß noch nicht, was ich danach nehmen werde, denn am 4. September kommt ja die Sims raus, ne? Die Sims 4 kommt ja raus und das werden wir auf jeden Fall, ohne Wenn und Aber, let's playen. Ja, da habe ich jetzt schon so richtig Bock drauf. Hier können wir noch einen hinbauen. 82, 66.000. 60.000. Das nehmen wir auch. Dann machen wir nämlich einen Multiplikator hier auch hin. Aber wir brauchen erstmal wieder Materialien. Und du gehst natürlich kaputt. So, 18. Nee, doch. So. Dann kommt nämlich auch hier ein Multiplikator hin. Das muss ja jetzt nicht, wer weiß, wie viel sein. Einkommensbonus. Was hat denn Einkommen? Ja. Okay, das ist das. Nein. Immer auf der falsche hier. So, so können wir das ja erst einmal machen. So, und dann bauen wir hier auch noch ein Gästehaus hin. Ich weiß, wir müssen das alles noch aufrüsten. Aber 1,5 Mille ist schon nicht ohne, das zu verdienen. Jetzt haben wir schon mal drei Gästehäuser. Ja, du kostest 195.000. So, wir brauchen natürlich wieder Materialien. Dann holen wir einmal jetzt 75.000. Ich weiß, es ist viel Geld. Aber gut, was soll man machen, ne? So, denn wir brauchen das Ganze ja. Dann wollen wir schon mal den ersten. Wir haben jetzt schon wieder 6,5 Minuten gespielt und haben nur noch 2 Minuten. Das schaffen wir nicht. Vielleicht mit den Gästehäusern, aber nicht die 1,5 Mille. Das schaffen wir definitiv nicht. So, den ersten haben wir schon mal auf Stufe 3. Dann warten wir jetzt erstmal das Geld hier ab. So. Und das können wir ja auch schon wieder aufrüsten. Haben wir ja schon mal die ersten Sterne. So, die drei haben wir schon mal. Das heißt, ja, wie machen wir das denn? Das hier reißen wir auf jeden Fall ab. Da kommt auch, oh, kommt genau hin. Aber genau. Ja, das brauchen wir gar nicht, uns drum zu kümmern, denn das gibt ja sowieso nichts. So, und dich reißen wir ab. Da kommt nämlich auch so ein Gästehaus hin. Ja, da tickt schon wieder die Uhr. Aber ist nicht schlimm. So,
Das heißt, wir haben dann praktisch schon 4 Gästehäuser. Ja, jetzt gehst du auch noch kaputt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier drauf und holen das für 165. Und dann würde ich sagen, kaufen wir das noch. Das ist ja noch aktiv. Zack. So. Das reißen wir ab. Damit wir auch den Multiplikator haben, kommt jetzt hier ein Brunnen hin. So, dich können wir ja schon mal aufrüsten. So. Dann haben wir schon mal die Gästehäuser. Dann schon mal so weit. Ja, so viel brauchen wir jetzt nicht mehr. Holen wir jetzt hier für 40.000. Ich glaube, das müsste eigentlich reichen. So, hier noch einmal. Ich glaube, das reicht nicht. Da gucken wir mal, inwiefern hier irgendwas kaputt geht. So, dann ist das jetzt hier das letzte Gästehaus. Dann würde ich sagen, machen wir... Nee, doch noch einmal. Tut mir leid, aber... Dann können wir das hier auch noch hochrüsten, weil umso eher kommen wir an unser Geld. Ein Drittel haben wir ja schon. So, und dann noch einmal. Dann haben wir jetzt noch 300 in Hinterhand. Nicht mehr, 210. War nicht schlimm. So. Also jetzt kriegen wir über 72.000. Im Prinzip können wir den hier auch noch aufrüsten. Das gibt dann auch nochmal mehr Geld. Umso schneller kommen wir an die 1,5 Millionen. Also ich sag mal, wenn man hier dieses Gebäude nicht kaufen müsste, dieses Immobiliending, weil es ist ja mega teuer, dann könnte man das vielleicht in den 8,5 Minuten schaffen. Aber so ist schon sehr extrem. Dann würde ich sagen, holen wir noch einmal. Ja, gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Weil jetzt müssen wir auch nichts mehr aufrüsten und dann geht das doch recht schnell von der Bühne. Wir haben ja schon nur 1.000. Ich glaube, so ungefähr hatten wir auch beim letzten Mal gelegen. Von der Zeit her. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Ja, das eine Level davor, Level 18, das war ja heftig. Da hatten wir uns ja die Zähne dran ausgebissen. Aber das wisst ihr ja auch nicht, dass wir das da so schön geschafft haben hinterher. Ist ja auch weg. Fällt mir gerade mal so ein.